dzieciom przedszkolu w Gniewicach, które podobnie jak przedszkole niemieckie w Szenajsie bei Berlin zostało zaproszone przez panią kierownik Biblioteki Publicznej w Lubniewicach do udziału w projekcie Przedszkolaki w akcji pokazujemy, jak połączyły nas baśnie. Tak, połączyły nas baśnie, ponieważ w baśniach, niezależnie jakim językiem są opowiadane, zwyciężają zawsze tak uniwersalne wartości jak dobro, prawda, piękno, miłość, przyjaźń. Dzieci z obu przedszkoli poznawały inność języka, kultury, tradycji, krajów, swoich kolegów. W związku z tym uczyły się tolerancji, ciekawości i otwartości na świat. Wspólna zabawa, nauka, praca szybko pokonały bariery językowe, bo w baśniach wszystko jest możliwe. Proszę, oto tak połączyły nas baśnie. Das können wir schon gut, stimmt's? Ja. Wisst ihr noch, was Danke heißt? Oh, nee. Überleg mal. Cekuje. Wir wollen heute, wir haben ja auch die Fahnen kennengelernt. Wisst ihr noch, welches die deutsche Flagge ist? Das. Und von welchem Land ist das die Flagge? Polen. Polen. Richtig, von Polen. Welche Farben hat denn die polnische Flagge? Rot und weiß. Ja, rot und weiß. So aussieht wie die polnische Flagge. Was könnten wir da tun? Emma? Wir müssen alle Streifen hier auf dieser Flagge malen. Ja. Ich denke auch. Was brauchen wir zum Malen? Pinsel. Was noch? Farbe. Welche Farbe? Rot. Rote Farbe. Brauchen wir weiße Farbe? Nein. Was brauchen wir noch? Wasserglas. Wasserglas, Mal-T-Shirt. Und Unterlagen. Und deine Unterlagen, richtig. Ärmel hoch und los geht's. Holt euch alles rein. Thank you.
glaube ich, jetzt loslassen. Jetzt kommt der linke Arm herein und dann kommt er wieder raus und dann kommt er wieder rein und dann schütteln wir ihn aus und dann tanzen wir rucki-zucki und dann drehen wir uns im Kreis und dann geht's von vorne los. 2, 3, 4. Rucki-zucki, hey! Rucki-zucki, hey! Rucki-zucki, hey! Jetzt kommt der rechte Arm herein und dann kommt er wieder raus und dann jako siedzibę swego pana. Karoca ruszyła wolno, a sprytne kocisko pobiegło szybko naprzód. Spotkał po drodze żniwiarzy pracujących w polu. Wie können wir unsere armen Kinder ernähren? Weißt du was, Mann? Antwortete die Stiefmutter. Wir wollen morgen die Kinder hinaus in den Wald führen. Sie finden den Weg nicht wieder nach Hause und wir sind sie los. Nein, Frau, sagte der Mann, das tue ich nicht. Wie soll ich über... Schön, dass du da bist, hallo, hallo. Schön, dass du da bist, die Hacken und die Spitzen, die wollen